Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Teil unserer Playmobil-Geschichte Karlchen und die Agenten. Mal sehen, wie es weitergeht. Mist, 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 Mist! Wie konnte Karlchen nur wieder entkommen? Das ist unglaublich! Ich brauche eine heiße Spur, ich muss ihn schnappen! Oh, Telefon! Ja, hallo? Hier ist Kommissar Räuberschreck, was gibt's? Guten Tag, Herr Räuberschreck. Hier spricht der Polizeidirektor. Herr Direktor, wie kann ich helfen? Herr Räuberschreck, ich habe das Gefühl, Sie haben die Situation mit Karlchen nicht mehr unter Kontrolle. Er hat in den letzten 6 Monaten so viel Geld gestohlen wie andere Gangster in Jahrzehnten. Außerdem ist er Ihnen bereits 3-mal entkommen. Herr Direktor, ich werde ihn finden, das verspreche ich. Nein, Herr Räuberschreck. Diesmal werden Sie mit anderen Agenten zusammenarbeiten. Nur zusammen können Sie ihn kriegen. Mit anderen Agenten? Wer soll das sein? Ich leite den Fall an die Top Agents weiter. Sie können ihnen mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stehen. Sie treffen sich mit den Agents in ihrem Hauptquartier. Aber Herr Direktor... So, Schrauberling. Du wirst mir jetzt etwas bauen, womit ich so viele Banken ausrauben kann, wie ich nur will. Was bauen? Ja, was denn? Mir egal was. Irgendwas, was mir hilft, in Banken einzubrechen. Was mit Wissenschaft und Lasern und so. Und wenn ich mich weigere? Ganz einfach, mein Freund. Dann stelle ich dich den Hain vor. Ist ja gut. Ich werde aber eine Weile brauchen. Fertig. Aha, aha, aha. Was soll das jetzt sein? Kann ich damit einen Safe aufbrechen? Nein, das nicht. Aber es wird dir Kräfte geben, einen Safe selbst aufbrechen zu können. Kräfte? Ja, Kräfte. Du kannst zum Beispiel klettern wie eine Spinne. Du kannst so gut hören wie eine Fledermaus. Oder Laser aus deinen Augen schießen. Zumindest nach meiner Theorie. Aber genau kann ich dir das nicht sagen. Ich habe so eine Maschine noch nie gebaut. Und sie zu verwenden ist gefährlich. Gefährlich ist gut. Ich lebe immer am Limit. Na dann, wenn du bereit bist, stell dich genau davor. Okay, ganz wie du willst. Ich richte den Laser aus. Festhalten! Oh Mann! Ich fühle mich wie Popeye, nachdem er Spinat gegessen hat. Lass mal sehen. Oh ja, das ist gut. Das ist verdammt gut. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, das fürchte ich auch. Was habe ich nur getan? Danke, Schrauberling. Ich werde jetzt die Stadt unsicher machen. Mach's gut. Warte mal, was ist mit mir? Wie soll ich hier wegkommen? Du kannst das U-Boot haben. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Mach's gut. Das war sehr gute Arbeit, Männer. Dr. Devil sollte damit erstmal Geschichte sein. Ja, so schnell kommt ihr nicht aus dem Gefängnis frei. Sag mal, was ist denn hier eigentlich? Was ist denn das? Warum sieht's hier eigentlich so unordentlich aus? Tech! Sag mal, hast du hier wieder eine Party veranstaltet? Tech! Du hast recht, hier stimmt was nicht. Ich glaube, hier wurde eingebrochen. Entweder Tech ist geflohen oder er wurde entführt. Lass uns die Aufnahmen der Überwachungskameras ansehen. Na dann, spiel mal das Video ab. Oh je, du hattest recht. Dieser Typ da hat Tech entführt. Aber was will er von ihm und vor allem, wer ist das? Das kann ich euch sagen. Was? Wer spricht da? Wer bist du denn? Ich bin Hauptkommissar Toni Räuberschreck. Mein Boss hat mich an euch weitervermittelt, damit ihr mir helft, Karlchen Knack zu schnappen. Wurde euch das nicht mitgeteilt? Naja, mein Telefon hat vielleicht 1-2 Mal geklingelt, aber wir waren mitten im Einsatz gegen Dr. Devil. Naja, wie auch immer. Jedenfalls wird ihr mir helfen, Karlchen Knack zu fangen. Das ist übrigens der junge Mann, der euren Freund entführt hat. Na gut. Aber sie sind in einem U-Boot geflohen. Es kann ewig dauern, bis wir sie aufgespürt haben. Da kann ich euch behilflich sein.
Zufällig kenne ich Karlchen und sein gieriges Verlangen sehr gut. Ich weiß genau, wo er hin will. Oh, Tech. Geht's dir gut, mein Freund? Was hat er dir angetan? Ja, ist alles in Ordnung. Er hat mir nichts getan. Wie bist du entkommen? Hat Karlchen dich überlistet? Nein, er hat mich freigelassen. Aber dieser Räuber hat jetzt übernatürliche Kräfte. Was soll das denn heißen? Naja, ich musste ihm einen Kräftestrahler bauen. Oh Gott, damit ist kein Safe der Stadt mehr sicher. Wir müssen ihn umgehend aufspüren. Schau dir jetzt die nächste Folge an.